Ein Typ mit einem Hund in der Hand. Das ist die Zukunft. Ihr hört, heute ist alles voller Leben. Wir sind auf dem Rosenthaler Platz, Berlin-Oberlinie U8. Umso näher wir Richtung Mitte Neukölln fahren, umso näher wir kommen, umso heftiger wird es. Lasst euch selber davon überzeugen und überraschen, was hier so abgeht. Oberhof, Rosenthaler Platz mit einer Flöte im Hintergrund, wie auch immer. Wir gehen kurz mal an die Seiten und ich zeige euch so ein bisschen, was hier so los ist. Obdachlosigkeit, Straßenkunst, Gleisbett ist eigentlich relativ okay. Dann sehen wir hier so ein bisschen Flaschen-Vibes. Das ist hier der Vibe, Freunde. Das ist hier Berlin, ja? Rosenthaler Platz. Na Jungs, auch dazugezogen? Nicht? Seid ihr aus Berlin original, oder? Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, das ist der Flütenmann, der sein Ding macht. Komm, gib mir ein bisschen. What's up, man? I got not much, but... Everything. What are you making? Videos? Yeah, I'm traveling around, making some videos. Come! What's going on? Okay, let's go. You ready? Where are you from, Berlin? I'm from Brooklyn, New York. Brooklyn, New York, musician in Berlin City right now. Yes. It's my birthday today. Oh, happy birthday, man. Happy birthday. Alles Gute zum Geburtstag. No worries, man. If you want, I'm gonna sing for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Mikey. Happy birthday to you. Okay, now go. Yes. That's for you, bro. That's for you. It's my birthday today. Nice, bro. Applause for yourself, man. Thank you, bro. I'm walking around, checking around, and I'm gonna come back to you, Ben. All right, I'm gonna play. What's the plan today? Playing and then? I'm gonna play for the next hours. Yeah, I got you, man. I'm gonna come back to you. That's the technical? Yeah, that's my technical. It's my birthday today. Yeah. Okay, man, thank you. Falls ihr euch denkt, ey, ist das jetzt abgesprochen? Nein, ich kenne ihn gar nicht so. Ich kam einfach so aus dem Nichts, habe angefangen zu filmen für ihn. Und dann, ja, der hat übrigens Geburtstag. Rosenthaler Platz, Berlin lebt vorhin. Ja, heftig. Die Wände. Ihr seht so ein bisschen die Infrastruktur. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ans Ende. Schauen wir mal hier, was hier so abgeht. Ihr seht, umso näher wir kommen, umso heftiger wird das. Ein paar G's auch schon hinter mir. Die ganzen Tags an der U-Bahn. Seht ihr das? Der Team spielt wieder aus dem Nix. Ja. Das ist es voll. Berlin City. Auf der anderen Seite auch Tags. Überall an den Zügen. Aus dem Nichts. Hinter mir liegt einer an der Seite. Wie sieht das Gleisbett hier aus? Eigentlich relativ sauber, ne? Hier ist eigentlich nicht viel. Ich feiere den Typen, der Geburtstag hat. Der Mike, der macht sein Ding. Ich habe für ihn ein bisschen gesungen. Hinter mir noch ein paar G's. Das ist Berlin herrlich. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl, Freunde. Das ist Berlin, Freunde. Herrlich. Wir gehen gleich nochmal an ihm vorbei. Das Gleisbild sieht relativ okay aus. Und ihr habt gerade gesehen, da waren noch ein paar Leute, die geballert haben. Das sind die Shooters. Ihr wisst, was ich meine. Rosenthaler Platz. Ich hätte jetzt gedacht, hier wird es langweilig sein, aber nein. Hier geht auf jeden Fall was. Ja. Der Typ zieht durch, Alter. Ja? Also was haben wir hier am Gleisbild?
keine Drogen, keine Spritzen bis jetzt. Habe ich hier zum Beispiel nichts gesehen. Ja, ein bisschen Pappe, ein bisschen Papier drum. Was drumherum fliegt. Touristen, die auf Französisch sprechen. So, was gibt es noch? Oh, die Wände reißen überall ein, Alter. Die üblen, die normalen Rubbler, die hier am Start sind, die Tecker, ULF, GR. Ja, also hier geht es eigentlich noch, hier kann man sich ein Ticket kaufen. So. Heftig belegt, hier nochmal ein bisschen hier. Pissecken, bisschen dies, bisschen das. Da nochmal. Ja, sollte ein One-Take sein, aber ich habe jetzt nochmal Kollegen getroffen. Die Kollegen meinten, Samstag geht es rund. Marokko, wenn in Marokko spielt, gibt es immer Stress, haben sie gesagt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was in Köln abgehen wird. Mal schauen, ob da was passiert. Hier gehen wir ganz kurz zum ersten Ausgang. Ja, das ist halt Berlin, wa? Das ist halt Berlin so. Ihr habt so ein bisschen gesehen, was hier gerade abgeht. Das ist Berlin, Freunde. Das ist hier der erste Ausgang. Ist jetzt nichts Spektakuläres hier. Nichts Besonderes. Rosenthaler Platz. So sieht die Station aus von draußen. Bisschen Knast-Vibes, wie ihr seht. Ja, Polizeisirenen überall. Ist jetzt nichts Spannendes so an sich. Aber wir gehen mal wieder runter. Wie sieht denn hier die Wand aus? Die eben frei allein. Ja, bitte. Das ist ein alter Bahnhof. Ne? Man darf auch nicht vergessen so. Schaut euch die Steine an. Ah, scheiße, wir sind zu früh runtergegangen. Jetzt werden die Polizei mitbekommen. Ja. Ja, der Bahnhof hat auf jeden Fall History. Rosenthaler Platz. Und was soll ich sagen, Freunde? Der Typ an der Flöte war lustig. Wir gehen da mal kurz zurück an der Trompete, besser gesagt. Hermannstraße. So, auf die andere Seite. Da gibt es Diskussionen. Ich höre gerade so Stimmen. Hier nochmal gucken. Gleisbett hier relativ okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein hier, bevor wir zu den Kollegen mit der Flöte zurückgehen. Mit der Trompete. Puh, ich wurde einfach hingeschissen. Schaut euch das an. Einfach gegen die Tür noch. Hier keine Spritzen an sich. Keine Drogenreste oder sowas. Hier sehen wir nichts. Und ihr seht, umso näher wir kommen, umso mehr gibt es zu sehen. Und wir bewegen uns langsam. Hier auch nochmal die Rubbler hier, wie immer. Die üblichen Rubbler. Wir bewegen uns jetzt auch langsam und pro Station ein Video. Weil ich euch alles gründlich zeigen möchte. Schaut mal hier. Die ganzen Risse, das ist schon lebensgefährlich. Wenn das hier mal einstürzt, haben die Leute einfach ein Problem so. Und man muss darauf achten, dass das nicht lebensgefährlich sein darf, also nicht werden darf. So. Bänke sind okay, Wände sind okay, Rosenthaler Platz, das Schild ist okay, die Schilder hier auf der anderen Seite sind okay. Aber ihr seht, da gibt es überall so Grundrisse und das geht so nicht. Die Tunnel sind uralt, hier wird nichts gewartet, die streichen einfach einmal alles drüber. Das meine ich so ein bisschen so. Die investieren ganz, ganz viel Geld Richtung Mitte, Richtung Museumsinsel, Bundestag. Für die Touristen, dass es oberflächlich so schön aussieht, geile Station, bla, Millionen von Euros. Und dann kommen wir zu diesen Stationen, wo man dann wirklich die Wahrheit sieht, wo sie dann wirklich nur oberflächlich drüber streichen und die Mauern hier nach 10 Jahren wieder aufplatzen. Die spachteln das dann nur und streichen drüber. So. Aber das kann auf Dauer gefährlich werden, wenn die dann die Wände hier nicht hinbekommen. Und das geht so nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall ein cooler Anfang schon. Ihr dachtet wirklich, ich habe mich mit dem abgesprungen, weil ich kenne den, wa? Hier nochmal. Ja, ein bisschen Brot, ein bisschen Verpackung, ein bisschen Obst. Touristen an den Ecken. Rosenthaler Platz. Vielleicht gehen wir noch auf der anderen Seite hoch, wer weiß. Vielleicht laufen wir an so einem G vorbei, der komplett am Ende ist. Den sehe ich auch ab und zu mal. Ja, ein lustiger Typ, der kommt aus Eritrea. Ja, ihr seht, auf jeden Fall. Hier geht so einiges. Das ist Berlin vor. Das steht hier ganz normal auf der Bank, als ob nichts wäre so. Das ist das Ding so, ne? Der ist der Geilste. Das meine ich. Der weiß gar nicht, was hinten und vorne ist. Das ist so der Berliner Vibe, Freunde. Leute ziehen hierher, überteuerte Wohnungen, die kommen trotzdem alle her.
der Typ mit der Flöte wieder. Der ist wieder am Start. Ne? Oh, this guy, den kenne ich sogar auch. What's up, man? Hey, how are up? You, man? Long time no see. What's up? This is the Brazilian guy. This is the Brazilian. Yeah, what's up? Ihn kenne ich aber. Ihn kenne ich aber. We lose the football. Yeah. Man, die haben Fußball verloren gehabt. Ja. What do you think as next? What are you doing? Argentina. 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 Oh, wow. It broke like this. I remember you wearing this all the time. Yeah. I have the new one also. This is the older. This is when we had just the three stars. Yeah. It's a really older. Nice. But nice, Argentina nice. This time now. So you're gonna perform here also now? Yeah, yeah. Hey, what about the weather? You are from Brazil. What about the weather? How do you like the weather? It's fucked up though. Well, I don't stay much longer outside, you know. Minus 7 heute. The minus fucking 7 in the night feels like minus 10. Today is minus 10. Today in the night, yes. It's gonna be crazy. No? Yeah, so try to not be on the street. Bro, you only can hit and stay at home after that. Yeah, exactly. Yeah. Don't stay outside. Don't stay outside. Bleibt nicht draußen, macht euer Ding so. Heftiges Fahrrad hier nur so. Mit Licht, alles drum und dran, fachgerecht. Ja. Nice, bro. You're still keeping going. Ich kenne einen jungen Mann aus dem Alexanderplatz und aus der Warschauer Straße. Da performt er sehr, sehr oft. Ja. Heftig, bro. Okay, bro. Nice to see you again. You're still here. You still do your thing, man. Ja, man. Always consistency. Yeah, consistency. Consistency. Say you one. Bye-bye. Geiler Typ, Mann. Der Flötentyp. Und Berlin lebt, Freunde. Ja. Berlin ist next level, oder? Denn Berlin ist unvergleichbar. Keine Stadt ist wie Berlin, Freunde. Du bist einfach so aus dem Nichts. Schaut sich das mal an. Aus dem Nichts einfach so im Wagen. Einfach so im U-Bahnhof. Einfach im Wagen in Berlin. Am Rosenthaler Platz. Einfach im Wagen im U-Bahnhof. Also, hab ich jetzt gerade gefilmt? Bitte? Löschen Sie mal, ich habe den Wagen gefilmt, wieder, nicht ja? Sie. Den Wagen habe ich gefilmt. Wir sind in der Öffentlichkeit, es ist ein öffentlicher Ort, falls Sie Ihre Gesetze kennen. Ja, aber Sie müssen mich fragen, wenn Sie mich filmen. Nee, ich habe den Wagen gefilmt. Bei mir kommt keiner rauf, den ich will. Ja? Und wenn ich Sie sehe, schneide ich Sie raus. Ja? Machen wir das so? Oder wollen Sie mich jetzt K.O. haben? Kann ich die Aufnahme mal sehen, bitte? Ich kann jetzt meine Aufnahme nicht wegen Ihnen stoppen. Ja, müssen Sie mir schon glauben, keine Sorge. Sie nehmen ja weiter auf. Ich nehme mich auf, sehen Sie das? Sehen Sie mich im Bild, im Display? Das bin ich. Der Typ. Next level. Wir schneiden ihn natürlich raus. Wie gesagt, bei mir soll keiner drauf sein, der nicht zu sehen sein möchte. Aber ihr seht, das ist Berlin, Freunde. Berlin ist unvergleichbar. Guckt euch mal bitte das Gleisbett an. Hier ist etwas belebter als sonst. Das sind so die Eingänge, Ausgänge. Hier ist auf jeden Fall etwas mehr Dreck an den Gleisen. Der Typ war halt so wirklich so original German, konservativ. Hey, aber in echt ist ja Berliner bestimmt. Der steht nicht dazu, was er da erzählt hat. Der war ein bisschen angetrunken. Wir achten natürlich drauf. So ein bisschen Fitner, so ein bisschen Stress ist auch nicht verkehrt. Das schneide ich dann auch raus. Ja? Aber da, so dass sie ein bisschen mitbekommen, dass der Kollege auch da war. Oh Mann. Das ist jetzt der andere Ausgang. Bro, was geht hier ab? Ich schneide natürlich nichts raus, wenn niemand zu sehen ist. Ja? Wenn niemand zu sehen ist und nur zu sehen, dann schneide ich natürlich nichts raus. Dann lasse ich das Video einfach so. Was geht ab? Ey, Bruder, ich habe mal eine Frage. Es ist richtig kalt. Wie hältst du das aus? Wie machst du das? Es ist richtig kalt. Einfach, man muss arbeiten, weiter. Mann, heute Nacht ist minus 10. Das ist verrückt. Aber ihr spürt schon, wenn das... Ja, wenn die Kälte hier runterkommt, spürst du das, oder? Ja, das ist heftig. Alles Gute, Bro. Ja, ciao, ciao. Ja, hier noch so ein kleiner Kiosk, sozusagen ein Backshop an der Ecke. Und ja, hier nochmal ein bisschen was zu trinken. Oberhof an sich ist auf jeden Fall entspannt. Ihr seht, ich gehe die Sachen mit Humor an. Und ja, hier noch eine wunderschöne Pissecke. Ja, hier gibt es viel zu sehen. Hier gibt es viel zu sehen. Berlin ist wirklich nicht umsonst Berlin. Ja. Nach Berlin kommen wirklich alle. Zum Beispiel in diesem Fahrstuhl würde ich mich niemals hinstellen. Guck mal bitte, wie das aussieht. Berlin ist crazy. So, der andere Ausgang, wie immer ganz kurz hoch.
Rosenthaler Platz. Ja. Ah, ist halt jetzt wirklich nichts Besonderes. Aber das ist halt so ein Touristenshop. Ich meine, Touristen-Hotspot, meiner Meinung nach. Ja. Ihr seht die ganzen Leute. Die ganzen Einheimischen, die chillen hier nicht. Also meistens sind das eher wirklich so Touristen, zu 90%, die herkommen. Und dazu gezogen, Einheimische chillen hier ungern. Aber ja, Rosenthaler Platz, Freunde. So sieht das Ganze hier aus. Guck mal, die Typen da, die für Volt arbeiten, lachen sich gerade tot. Drumherum, 360 Grad für euch. Überall Pizzashops, Dinnerläden, Hotdogs sehe ich hier gerade, Burger, alles drum und dran. Relativ gut belebt hier alles. Tagsüber, nachtsüber. Ist auf jeden Fall was los. Ja, ihr seht, der pure Wahnsinn auf den Straßen. Obdachlose, die ihr Zeugs da liegen lassen. Am liebsten würde ich jetzt hier überall rumlaufen. Aber wir gehen runter. Das Ganze ist natürlich ein One-Take, wie ihr seht. Ich hoffe, dass man die Jungs nicht sieht. Die haben mich jetzt so ein bisschen aufgehalten, aber war auch toll, mit denen zu sprechen. Die haben mir einen Tipp gegeben, dass am Samstag wegen Marokko. Ihr seht hier, die Videos sind real life. Ich kann da nichts stellen oder rausschneiden. Ja, noch mehr Spätkäufe. Torstraße, Rosenthaler Platz. Ja, das sind so die Alman-Vibes hier. Ach, guck mal, das sind Engländer, oder was? So ist das. Also nochmal ganz kurz hier das Schild und wir gehen wieder runter. Hier hängt auch immer dieser Tanzverbot herum. Immer so Richtung Prenzlauer Berg, Mitte. Mr. Tanzverbot. Hängt er hier so ein bisschen herum. Und macht seine Sachen, die alte Wildsau. Ja, U-Bahnhof ist okay. Reicht auf jeden Fall aus. Wir gehen runter. Und dann würde ich auch sagen, war es das auch schon mit dem Video. Wie fandet ihr dieses Video? War schon lustig, oder? Ich fand dieses hier für mich auch selber spannend. Ja, Automaten hier in den Ecken. Na, ja, geht schon. Schon sauber genug. Der Typ war auch lustig, weil er gesagt hat, haben Sie mich jetzt gefilmt? Ich film den Einkaufswagen und der haut das raus, so weißt du? Gut, er will natürlich nicht zu sehen haben, also machen wir das Ganze auch raus. Wir gucken, wie wir das machen. Ja. Schaut sich das an. Alter, hier gibt es alles, was ihr wollt. Brötchen. Alles, was ihr wollt. Heftige Station. An jeder Ecke. Irgendwas. Aber ich sehe keine Spritzen jetzt oder sowas, ja? Also ich sehe nichts mit Spritzen hier oder so an den Seiten. Hier gibt's schon lustige Sachen, Freunde. Ja. Ja, das war's. Rosenthaler Platz. Ich beende hiermit auch das Video. Das hat sich dann auch für mich erledigt. Wir gucken mal ganz kurz hier an diesem Ende, ob es da was gibt. Ja, da ist auch nichts. Ja, ich hätte es ja schon längst gesehen sonst. Das war's mit dem Video, Freunde. Danke fürs Zugucken. Mein Name ist J6, All in the Mix. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke fürs Folgen. Danke, dass ihr immer wieder mit am Start seid und unsere Sachen unterstützt. Gemeinsam. Hier gibt es die verschiedensten Leute wieder. Die kaputtesten Leute. Six All in the Mix. Danke fürs Zugucken. Danke fürs Einschalten. Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns bis zum nächsten Video. Schaltet um zum nächsten Video und zur nächsten Station. Habe ich euch zu viel versprochen. Ich sag ja, ein Video pro Station ab jetzt ist besser. Weil hier erlebt man sehr, sehr viele Sachen. Ja. Haut rein, Freunde. Peace. Grüße aus Berlin, Rosenthaler Platz. Berlin-Mitte. Ist das jetzt Prenzlauer Berg, Berlin-Mitte? Und sowas um den Dreh. Also. Wie voll es plötzlich wird. Peace.